Sie haben Ende September 99 Ihr Amt dann als Bundesminister für Verkehr, Bau und Wohnungswesen abgegeben. Wie kam es denn dazu? Am 11. März 99 trat Oskar Lafontaine zurück, und zwar als Parteivorsitzender, als Abgeordneter und als Minister. Mitte des Jahres ging Bodo Hombach. Frank-Walter Steinmeier übernahm die Rolle des Chefs im Kanzleramt. Und ich bin zu Gerd Schröder gegangen und habe gesagt, wir müssen mehr in die Partei rein und wir müssen einen Generalsekretär haben, der in die Partei geht, der Partei erklärt, was los ist und dass das ganz anstrengende Zeiten wird. Das war mir inzwischen klar, das würde ganz anstrengend werden. Und dann hat er gesagt, gut, dann mach du die Satzung und wenn du das Ministeramt aufgibst, kannst du das werden. So ist das dann gelaufen. Ich wurde Generalsekretär, bin in die Partei gegangen, habe viele Konferenzen gemacht und habe versucht zu erklären, Leute, das wird alles nicht leicht, das ist kein Spaziergang. Das Geld war nicht da, die Arbeitslosigkeit war hoch, bestimmte Dinge waren nicht organisiert. Wir waren sehr schnell auf dem Balkan in Auseinandersetzungen gekommen, wie wir die vorher nicht gekannt hatten, deutsche Soldaten im Einsatz. Das wurde noch beschlossen, bevor der Bundestag Gerd Schröder überhaupt gewählt hat. Sind wir nochmal zusammengekommen und haben dann mit der CDU, CSU zusammen den Einsatz im Kosovo beschlossen. Also es war unheimlich viel im Umbruch. Und eine Riesenherausforderung, und das war das, was wir dann auf 2002 hin versucht haben zu organisieren. Wir haben Familienpolitik angefangen, sehr intensiv zu machen. Das war, glaube ich, auch das Thema, was dann 2002 dafür gesorgt hat, dass wir noch knapp weiter regieren konnten. Aber die ersten Jahre waren unfertige Jahre zwischen 98 und 2002. Damals habe ich den Satz geprägt, 2002 entscheidet sich, werden wir eine Epoche oder bleibt es bei der Episode, und so kam das auch. So habe ich es zumindest empfunden.